Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft besser bauen. Heute werde ich euch zeigen, wie man solche Silos hier bauen kann, die tatsächlich auch funktionieren und die man als Lager nutzen kann. Ich hatte diese Technik schon mal vorgestellt, allerdings hatten da sehr viele geschrieben, dass ich doch auch bitte zeigen soll, wie man das Silo denn an sich baut und nicht nur die Technik. Und genau das werde ich euch heute in diesem Video hier zeigen. Wir fangen jetzt mit dem Fundament an und dafür nutzen wir zum einen weißen Terrakotta und dann zum anderen auch das entrindete Fichtenholz. Und so placen wir die dann hier so schräg da drüber. Dann kommt hier vorne wieder weißer Terrakotta, dann hier wieder schräg ein Holzblock und so lange machen wir das, bis wir hier so einen Kreis mehr oder weniger bekommen. Und den machen wir jetzt nochmal drei weitere Blöcke hoch, sodass er insgesamt vier Blöcke hoch ist. Das bedeutet, wir gehen hier einmal drumherum und erhöhen das jetzt alles nochmal. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir dann einmal hier zu diesen Ecken quasi und placen da jeweils einmal Stone Bricks und placen dann hier und hier nochmal Stufen dagegen, sodass das Ganze dann so aussieht. Und das machen wir jetzt hier auch nochmal auf jeder Seite bzw. in jeder der vier Ecken. Und wenn wir das fertig gemacht haben, sollte das dann so ungefähr aussehen. Und als nächstes gehen wir dann auf jede Seite und machen auch nochmal dasselbe überall. Und zwar placen wir erstmal zwei Stufen so hin, dann nochmal in die andere Richtung und dann so, dass sie quasi zur Mitte ein bisschen höher gehen. Und dann kommt hier eine umgedrehte hin. Und obendrauf wieder eine ganz normale. Und genau das, was wir jetzt hier gemacht haben, machen wir auch nochmal auf den anderen drei Seiten. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Ganze jetzt als nächstes erhöhen. Und so sucht euch dann eine Seite aus, wo quasi vorne sein soll, wo also die Anzeige hinkommt. Und ich nehme jetzt einfach mal diese Seite hier. Und dann schnappt ihr euch einfach Redstone-Lampen und baut jetzt so weit nach oben, wie ihr möchtet. In diesem Beispiel nehme ich jetzt einfach mal 8 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt würdet ihr eben das komplette Silo noch einmal so hoch bauen, dass ihr dann auf derselben Ebene seid. Das bedeutet hier, dass alles nochmal hinterher nach oben ziehen. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, sollte es ungefähr so bei euch aussehen. Ihr könnt es natürlich aber auch größer oder kleiner machen, wie ihr möchtet. Und danach nehmen wir uns einmal die Fichtenzäune und placen die dann hier einmal entlang bis fast ganz nach oben. Allerdings lassen wir dann erstmal oben die letzten beiden Blöcke frei und placen dann oben nochmal einen davon. Und dann hier auf diesen zweiten Block kommt dann nochmal ein Stone Brick Wall. Und dann geht es hier wieder nach unten. Und genau das machen wir jetzt auch nochmal hier überall in jeder Ecke wieder. Als nächstes nimmt ihr dann die Falltüren und placet dann jeweils nochmal auf diesen Seiten hier, wo nicht die Redstone-Lampen sind, nochmal eine Reihe davon übereinander. Das werden wir nämlich zum Dekorieren nochmal nutzen. Allerdings dürft ihr das nicht bei den Redstone-Lampen benutzen, weil die würde man damit später dann verdecken. Und die wollen wir dann auch einmal umklappen, sodass wir hier quasi nochmal so eine Bretterreihe nach oben zeigen lassen. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Und auch das machen wir eben nochmal auf den anderen beiden Seiten jetzt. Als nächstes kümmern wir uns jetzt um die Technik und dafür müssen wir einmal in das Silo hineingehen. Und zwar habe ich schon die Technik eigentlich mal erklärt, da werde ich euch mal das Video verlinken. Aber nochmal, um es zusammenzufassen, wir werden jetzt hier immer abwechselnd Blöcke platzieren und da drauf kommt dann Comparator. Dieser Comparator wird später erkennen, wenn ein Trichter geladen ist quasi und wird dann diesen Block hier powern. Und direkt angrenzend haben wir dann da immer eine Redstone-Lampe und die würde dementsprechend dann leuchten. Das bedeutet, wir machen das jetzt hier im Zickzack quasi einmal nach oben, bis wir dann hier gelandet sind. Also das hier ist die höchste und da kommen dann jeweils dann nochmal Comparator drauf. Und wenn ihr das fertig habt, können wir jetzt hier auf den zweiten Block einmal gehen, den wir geplaced haben und placen eine Doppelkiste hin, wo dann ein Hopper dran ist und dieser Comparator hier sollte jetzt auf derselben Ebene wie dieser Hopper sein. Und danach placen wir da oben nochmal quasi seitenverkehrt nochmal eine Kiste drauf, das bedeutet, die wechseln sich jetzt auch immer so ab und das machen wir jetzt auch so lange, bis wir oben sind. Und dabei ist es wichtig, dass immer der Trichter auf der Höhe von den Comparatoren ist, dann macht ihr alles richtig. Das Ganze macht ihr, bis ihr ganz oben angekommen seid und was wir dann noch machen können, ist es hier einmal diesen Block hier zu entfernen, weil hier vorne soll jetzt quasi unsere Kiste hin, wo wir später die Items rausnehmen können. Das bedeutet, wir würden hier sehen quasi, wie doll das geladen ist und können dann hier immer die Items rausnehmen und deswegen muss da eine Kiste hin und die muss jetzt einmal verbunden werden und dafür nehmen wir dann einfach nochmal ein paar Trichter und placen die, bis wir hier drunter sind ungefähr und placen dann hier nochmal ein paar Trichter und dann da drunter. Das bedeutet, würden wir jetzt hier oben ein Item reinlegen, können wir mal versuchen, dann müsste es unten theoretisch jetzt in der Kiste gleich ankommen. Und dann können wir es einfach wieder rausnehmen. Um jetzt dieses Loch hier noch zu verzieren, können wir dafür auch wieder einfach Falltüren nehmen. Und zwar placen wir die mal von der anderen Seite gegen. Und zwar placen wir die hier quasi hin. Dann können wir sie umklappen und hier dann wieder den Trichter hin placen. Und von der anderen Seite sieht es jetzt relativ gut verkleidet aus. Und man sieht die Technik dahinter nicht mehr. So etwas ähnliches wollen wir jetzt auch auf der anderen Seite machen. Und zwar gehen wir dafür einmal auf die Rückseite. Hier kommt nämlich unser Input hin. Das bedeutet, hier kommen die Items rein, die wir dann quasi in das Lager packen wollen. Und dafür müssen wir hier unten erstmal ein paar Blöcke entfernen. Und zwar hier, bis wir hier vorne sind. Und hier vorne kommt dann ein Dropper, der in irgendeine Richtung zeigt. Das ist eigentlich egal. Wir lassen ihn jetzt mal nach oben zeigen. Und dann schnappen wir uns einmal die Hopper, placen die dagegen und dann kommt hier eine Kiste hin. Und das hier könnt ihr jetzt auch wieder zubauen, zum Beispiel mit ganz normalen Blöcken. Wobei ihr dann hier auch zum Beispiel eine Falltür hinmachen könnt, damit es einfach ähnlich dekoriert ist wie auf der Rückseite. Und würden wir jetzt hier ein Item reintun, sollte es dann auch im Hopper hier, im Dropper hier ankommen. Und was wir jetzt machen, ist quasi ein ganz einfacher Aufzug. Und zwar placen wir dafür dann hier eine Reihe von Blöcken entlang, bis wir ganz oben angekommen sind. Das machen wir hier auch nochmal. Und dann brauchen wir auch noch einmal einen Soul Sand. So, und den placen wir nämlich hier vorne hin.
Dann machen wir das hier nochmal weiter, bis wir ganz oben sind und schnappen uns dann auch nochmal zwei Observer. Diese Observer werden wir jetzt nämlich so placen, dass wir hier die ganze Zeit ein schnelles Signal bekommen. Und zwar machen wir das ganz einfach, indem wir hier quasi die Blöcke nochmal kurz entfernen und dann einmal so platzieren, dass das Gesicht hier quasi in die Mitte guckt und dann nochmal, dass sich die Gesichter quasi anschauen. Und jetzt werdet ihr nämlich sehen, dass hier die ganze Zeit ein schnelles Signal kommt und dementsprechend wird auch der Dropper, den wir hier haben, die ganze Zeit sehr schnell befeuert quasi. Und würden da jetzt Items drin sein, ich kann das mal versuchen von hier so, dann werdet ihr sehen, dass sie jetzt hier quasi die ganze Zeit hochgeschmissen werden. Und jetzt müssen wir diesen ganzen Schacht nur noch einmal mit Wasser fluten und durch den Soul Sand wird dann Auftrieb generiert werden und damit würden die Items dann nach oben transportiert werden. Ihr seht ja schon, die ganzen Blöcke kommen hinterher und landen hier oben, allerdings fliegen sie noch sehr hoch, aber wenn wir hier später ein Dach drauf haben, ist das auch kein Problem mehr. Jetzt müssen wir diesen Wasserschacht nur noch mit dem Trichter hier vorne verbinden und dafür placen wir dann hier einfach eine Reihe Blöcke, machen das Ganze hier nochmal ein bisschen höher und umranden das dann hier einmal, sodass eben die ganzen Items dann auch dahin gespült werden können. Wir können das Ganze dann hier auch nochmal etwas erhöhen, sodass das Wasser hier auch nicht rauslaufen kann. So, das machen wir dann hier vorne auch natürlich noch. Und jetzt können wir nämlich hier vorne einfach Wasser placen und dieses Wasser würde dann die ganzen Items dahin transportieren, sodass sie hier in dem Trichter landen und dann dementsprechend auch das Silo füllen. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist das Dachdesign. Um das Dach jetzt zu designen, nehmen wir einmal ein paar Fanscales und placen die hier vorne hin. Das werden später so eine Art von Stützen sein für das Dach. Sieht eigentlich ganz nett aus. Und da oben drauf kommen dann Halbsteine. Die legen wir dann hier einmal komplett drumherum. Und dann können wir nämlich auch die ganzen Blöcke, die wir gerade geplaced haben, nochmal ersetzen, damit es halt von außen ein bisschen netter aussieht. Und zwar einfach mit Halbsteinen wieder. Können wir dann hier einmal drumherum machen und dann sieht das Ganze hier auch schon ein bisschen verkleidet aus. Und dann werdet ihr auch sehen, die Items, die jetzt normalerweise hochkommen, würden ja sehr hoch fliegen. Allerdings kommt dann ja gleich eine Schicht Blöcke darüber, sodass das auch kein Problem mehr darstellen sollte. Und so ist das tatsächlich jetzt schon der Fall. Das bedeutet, jetzt können wir hier das Ganze einmal auffüllen mit einfach den Halbsteinen, die wir haben. Und damit würden dann die Items hier auch nicht mehr mit so viel Schwung rausfliegen. So, und wenn wir das gemacht haben, sollte es in etwa so bei euch aussehen. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen abrunden, indem ihr zum Beispiel nochmal ein paar Falltüren hier hinplaced. Das sieht dann nochmal ein bisschen runder aus, beziehungsweise könnt ihr auch Stairs benutzen, die wir dann hier in die Mitte placen. So ungefähr, dann kriegen wir nochmal eine bessere Rundung hier hin. Generell könnt ihr euch aber bei dem Dach überlegen, was ihr möchtet. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn es eher so ein flaches Dach ist wie hier jetzt. Ich würde es zum Beispiel jetzt einfach so lassen, aber ihr könnt es zum Beispiel auch ein bisschen spitzer zugehen lassen, ganz wie ihr möchtet. Was wir auch noch machen können, ist auf diesen beiden Seiten, die wir haben, auch nochmal Türen reinzuplacen. Dann ist es nämlich ein bisschen einfacher, falls hier mal irgendwas kaputt gehen sollte oder sowas, dass man dann hier ganz entspannt reingehen kann. Und damit ist das Ganze fertig. Wir können es jetzt mal ausprobieren und zwar tun wir hier hinten in den Input einfach einen ganzen Haufen Blöcke. Und im Normalfall müssten jetzt hier die ganzen Lampen anfangen zu leuchten, weil ja die ganzen Items da durchkommen. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass das hier immer wieder auf und zu geht. Das hätte man vielleicht nochmal ein bisschen anders bauen müssen oder einfach weglassen. Man könnte es theoretisch auch einfach mit hier ganz normalen Zäunen machen. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und die Items kommen jetzt hier oben an und solange sie eben im System sind, wird das sie die ganze Zeit leuchten. Werden die Items jetzt allerdings durch, würde eben nur noch das leuchten, was auch tatsächlich dann gefüllt ist. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Silo in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.